40:21 endet das E-Jugendspiel der SG Banskoleten 1 gegen TSG Wismar. Ich wende mich erstmal an die Heimmannschaft. Herzlichen Glückwunsch, Christian, zum Sieg. Viel mehr Gutes hast du auch nicht zu sagen, oder sehe ich das falsch? Ja, ich denke mal, die Jungs haben gut angefangen, haben gekämpft die ganze Zeit, aber in der Abwehr haben sie nachher ihre Männer einfach zu viel laufen lassen und ich denke mal, daran müssen wir arbeiten und das werden wir auch tun, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen können sie schon zufrieden sein. Ja, wisst mal, mit großen Erwartungen seid ihr nicht hergefahren. Wie weit wurden die erfüllt? Naja, wir haben uns unsere eigenen Ziele gesetzt, dass es gewinnen wird, dass es zugewinnen wird, dass es schwer wird, das war uns klar. Dementsprechend ging es überhaupt gar nicht gut los. Die Jungs, ich weiß nicht, ob die noch ihre Schlafanzüge anhatten oder Mütze auf noch. Naja, mit der zweiten Halbzeit bin ich soweit zufrieden gewesen. Die Ziele, die wir denn neu gegeben haben in der Kabine für die zweite Halbzeit, wurden teilweise recht gut umgesetzt. Na, 5 Minuten auch wieder dabei gewesen, wo sie auch wieder ein bisschen Kopf verloren haben, aber sonst einmal allen. Zweite Halbzeit okay, erste Halbzeit Bildnote 6. Ja, da hat man gesehen, 40 Tore kann man drauf aufbauen, aber 21 Gegentreffer sind zu viel, würde ich sagen. Und wie viel wert ist ein verhindertes Tor einem Trainer gegenüber einem Erzielten? Ja, es ist einfach viel mehr wert, weil je weniger Tore wir hinten kassieren, desto weniger müssen wir vorne werfen. Und das macht es uns halt einfach einfacher. Und wenn wir hinten den Ball gewinnen, dann können wir schnell hinten rausspielen, können einfache Tore werfen und müssen uns vorne nicht so lange aufreiben. Und deswegen ist es wichtiger, hinten die Bälle zu gewinnen, als vorne 40 Tore zu werfen. Ich sag mal, wenn wir heute 1:0 gewonnen hätten, wäre ich auch zufrieden gewesen. Ne? Also. Ja, es ist klar, ihr steht ja auch momentan gut da. Jetzt sind 18:0 Punkte. Saisonausrichtung Landesmeisterschaft? Nein, also wir sind überrascht, wie es jetzt läuft, weil wir auch viele junge Spieler dabei haben und hätten uns vielleicht einen Platz unter den ersten Vieren erwartet. Und dass es jetzt so gut läuft, hätten wir nicht gedacht. Und Ziel ist es jetzt, sich diese Rückrunde weiter zu verbessern. Es geht nächstes Wochenende gegen Plau schon los und kommen wieder schwere Spiele gegen die eigene Zweite in Wismar, in Güstrow. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen. Und Landesmeisterschaft ist erstmal kein Thema. Also. Ja, dann dafür erstmal viel Glück. Ja, für Wismar, wo geht der E-Jugend? Was habt ihr euch vorgenommen für diese Saison? Dass sich die Jungs so gut wie möglich entwickeln, weil sie jetzt auch teilweise schon der ältere Jahrgang sind und dann langsam zur D-Jugend hinarbeiten. Platzierungen spielen da keine Rolle, sie sollen sich entwickeln, Spaß spielt dabei auch eine Rolle. Ne? Wenn sie sich weiterentwickeln, wenn ihnen das Spaß macht, wenn wir merken, sie wollen auch was lernen, dann machen wir, glaube ich, auch was richtig. Und wenn es gute Handballer denn werden, das ist das Ziel. Gut, dann wünschen wir euch dabei viel Glück, viel Erfolg, genauso für die SG Banskoleten. Vielen Dank fürs Interview und wir sehen uns wieder dann bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.